Die Banshee-Königin Kaledria achtete sehr genau darauf, keinen der Elfen am Leben zu lassen, während sie mit den dunklen Künsten die Träume der Azrael besuchte. Drei von ihnen mussten ihr Leben lassen, während drei dem Wahnsinn verfallen waren. Erst der siebte konnte die Bande der Macht aufdecken und so über Kaledria berichten. Als Araloth von all dem erfuhr, startete er einen Angriff auf den Turm von Kaledria, der in den Tiefen des Ghul-Waldes stand. Um den Turm herum lebten zahlreiche Ghule, die blitzartig von einigen Pfeilen überrascht wurden. Die Ghule strotzten nur so vor Angriffen und das Elfenfleisch war zärter als alles, was sie jemals gefressen hatten. In völliger Rage entbrannte ein hässlicher Kampf zwischen den Speerspitzen von Daith und den hungrigen Ghulen an vorderster Front. Nach nur wenigen Minuten zogen sich die meisten Ghule zurück und flohen hungrig in den Wald der Ghule. Kurz danach setzten die Azrael ihre Reise fort und das Medaillon, das sie bei sich trugen, vibrierte immer stärker und das anschließende Ziel rückte immer näher. So dunkel und schrecklich die letzten Tage auch waren, so gab es endlich wieder Hoffnung. Hoffnung, worauf das Immerkind bauen konnte. Als der Mond in großer Dunkelheit über ihnen erschien, tauchte auch eine bleiche Elfe vor ihnen auf, die wunderschön aussah und ein weites, weißes Gewand trug. Während Araloth einen Freudenschrei hervorschrie, so waren die anderen Azrael zunächst misstrauisch aufgrund der letzten Ereignisse. Nach längerer Betrachtung der Dinge erschien es den Elfen wirklich, dass sie erhaben zu sein schien, und die Azrael gelobten die Anwesenheit einer Göttin. Als Araloth und die Göttin sprachen, gefiel dem Fürsten vermutlich nicht alles, was sie erzählte. Leider waren sie zu weit entfernt, um zu hören, um was es dabei ging, und so verstanden die Azrael oftmals nur Wortfetzen. Die Göttin sprach weiter mit dem Fürsten und Araloth übergab der Göttin das Medaillon. Innerhalb von wenigen Sekunden zerbröselte die Göttin das Medaillon und im Sternenlicht erschien ein Portal, das heller schien als alles, was die Azrael jemals gesehen hatten. Araloth drehte sich zu seiner Schar um und erzählte seine weiteren Vorhaben. Das Schicksal des Immerkindes wäre jetzt nicht mehr beeinflussbar und in einem fernen Gestade würden sie nun einen weitaus wichtigeren Kampf erwarten. Araloth folgte danach der Göttin ins Portal und seine Schar folgte ihm ohne Befehl. Obwohl einige Azrael durchaus misstrauisch waren, so folgten sie ihrem beliebten Fürsten, ohne zu wissen, was die Zukunft bringen würde. Sie würden mit ihm kämpfen oder ihn ohne zu zögern vor jeder Gefahr retten. Inzwischen hatte Schloss Tempelhof die Kunde erreicht, dass Ungrim Eisenfaust und seine Slayer sich zurückzogen. Und zwar gab es noch eine kleine, freiwillige Schar der Grenzläufer, doch diese kamen zum Treffpunkt zu spät. Die Armeen der Hochelfen und der Menschen hatten die Zwerge bereits aufgegeben und zogen eilig weiter. Jetzt war es noch eine Woche bis zur Geheimnisnacht, und höchste Eile war geboten, doch Eltharion verkündete, dass auch kopflose Hast eher schaden würde, als dass man eilig in die Fallen der Untoten gehen würde. Belanair konnte dem stillen Gesang des Immerkindes folgen, und so führte er die Expedition für eine Weile auch an,
Doch einige Orte brauchten auch für die Aufmerksamkeit von Fürstin Eldyra und ihren Kundschaftern, um die Gräber, die auf dem Weg lagen, zu säubern oder um die Strophen vom Lied des Immerkindes einzusammeln. Für Leitdorf ging der Vormarsch seiner Ansicht nach viel zu langsam. Immer wieder versuchte er, mit Fürst Eltarion zu reden, doch seine Bitten wurden höflichst abgelehnt. Es schien Leitdorf, als würde es den Elfen an Entschlossenheit mangeln, und das unterstellte er ihnen auch. Leitdorfs Stimmung wurde etwas angeheizter, denn diese Mission war für ihn von enormer Wichtigkeit. Der Großmeister konnte den Elfen zwar nichts befehlen, doch er trieb seine eigenen Truppen dafür härter an. Irgendwann war der Vorsprung der Imperialen schon 5 Wegstunden voraus, und als er bei dem Dorf Klodebein eintraf, schlug Manfred von Karstein zu.